Warte mal, das war da hier gegen betäubt, ne? Plus 90% Karten gegen gezeichnete. Nice! Komm's! Weg damit! Weg damit! Heilen hier. Richtig nice. So. Fernkampf, Hundebiss. Ruf Stresslinderung. Oh! Kann ich mal eine Stresslinderung machen? Hat bloß bei 2 funktioniert. Wo bist du nächste? Gezeichnet. Blendendes Licht? Ja, kann ich natürlich nicht machen. Ich kann meinen wieder heilen. Ich will den eigentlich mal irgendwann töten. Muss den ganzen Quatsch erst durch. Weil ich mich da nicht durchziehen kann einfach. Ja, okay, ich versuche. Mich ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ja, ich komme doch da komme ich ran. Bam. Komplett Licht, haben wir das auch noch. Geben wir uns ein bisschen Licht dazu wieder. Und er ist betäubt. Mach ich den nächsten Ding kaputt. Funktioniert doch. So, und Hundebiss. Auf. Nice. Alles nehmen. Alles mal eins. Expedition at least promises success. Nehmen. Ja, ihr gehört mir. Alles meins. Erkunden. Die Räume da unten wollte ich eigentlich eh nicht erkunden. Ich wollte hier oben rumlaufen einfach nur, damit ich mir das hier hin und zurücklaufen ein bisschen spare. Lass uns nicht zu lange verweilen. Hä? Ah, guck mal. Ja, futtert von mir aus. Versteckte Erbstücke. Wuhu! So, wie viel habe ich? 49. Da können wir noch einen Fackel anmachen. Ich habe ja gar nichts mehr auf dem Weg. Dann laufen wir weiter, würde ich sagen. 56 schon wieder. Nein, also in Jungfrauen gucke ich nicht rein. Das habe ich mal gemacht, wo ich das gespielt habe. Das ist nicht gut. Also in Jungfrauen ist nicht gut. Ich werde aber wieder eine Fackel anzünden müssen. Das ist schwierig. 57 runter, Mann. Das geht so schnell weg. Oh nein, nicht die Spinne. Boah, das wäre jetzt ekelhaft. Hetzjagd. Wie viel Schaden? 4 bis 7. Plus eine Runde bluten. Oh, der kann direkt den Blut aufschreiben. Und bluten tut es auch noch. Geil, das ist das Ding ja tot. Nice! Göttliche Gnade. Hier, Heilung. Immer die Heilung raus, solange ich noch kann. Und eins davon ist schon tot. Perfekt. Und das ist das. Und dann müsste die Spinne nicht dran sterben, wenn sie dran kommt. Oder? Ja. Und tot. Perfekt. Es läuft ja gerade, meine Fresse. Es läuft echt. Komm mal rein. Oh, schade. Das ist wahrscheinlich nur Zeit. Ich habe keine Fackel gefunden unterwegs. Hätte ich doch welche mit mehr mitnehmen sollen. Die Kisten gucke ich mal rein. Das scheint zu funktionieren. Da sind noch irgendwelche coolen Sachen drin. Aber er ist ausgewichen, der Falle. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass ich den Fallen ausweichen kann. Dann ist die Fackel jetzt. Das soll auch der letzte Raum sein, in den ich rein muss, theoretisch. Verheerender Pfiff. Auf den. Ich weiß gar nicht, wie lange das gezeichnet ist. Wahrscheinlich bis es konsumiert wird oder so. Ja, hier. Bisschen Licht.
Licht ins Dunkel bringen. Zwischen euch mal 54 Stress, so kann es nicht weitergehen. Wird's auch nicht. Schaut uns den um. Perfekt. Scott cool. Herzlich willkommen erstmal im Stream. Ich bin mit dem Spiel noch nicht sonderlich weit. Ich glaube, ich mache jetzt die dritte Mission oder so. Also mal das dritte Mal in den Dungeon reingehen. Deswegen kann ich ja nicht so richtig sagen, wie die Langzeitmotivation ist. Ich habe es mir zwar im Early Access gekauft, aber ich habe es damals nicht sonderlich weit gespielt. Weil ich mir dachte, ich mache es dann lieber, wenn es fertig ist. Das ist dann irgendwie, weil ich mir dachte, das wäre ganz cooler. Gegen betäubt, gegen gezeichnet. Bam! Aber es gibt wohl jetzt neue Charakterklassen und so. Also ich habe jetzt mal den Hundemeister dabei. Ich denke, es ist schon ganz cool. Also, mir macht es Spaß. Allerdings sollte man sich, glaube ich, wirklich angewöhnen, seine Charaktere zu benennen. Also wenn du die dann Leute nicht benennst, dann hast du, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Verbindung mit den Charakteren. Was dann dazu führt, dass du unter Umständen dir es egal ist, ob die sterben oder nicht. Und das ist mir halt gerade nicht, weil ich mir halt schon alle Charaktere einen Namen gegeben habe zumindest. Alles bin ich hier zweimal drin. Also ich bin zum Beispiel Hundemeister. Darknoah ist einer meiner älteren Nicknames. Und dann habe ich hier nochmal meinen The Line als Kreuzfahrer. Du bist der Nächste. Du bist jetzt verkehrt. Ein bisschen Schaden. So. 90% Schaden. Dann gezeichnet. Bam! Die Kombi ist ziemlich geil. Hundemeister und Kopfgeldjäger. Muss ich mal sagen. Und es gibt neue Items. So clearly in view. Lass mal noch ein Abenteuer fortsetzen. Or is it merely a trick of the light? Tür ist öffnen. Verborgene Kostbarkeiten. So, und jetzt kann ich hier rausgehen. Bis jetzt habe ich alle Quests geschafft, was eigentlich ungewöhnlich ist. Corridors and sloped walls of our ancestry are beginning to feel familiar. Also ich habe hier das bekommen. Zum Beispiel hier gibt es also auch wieder die Quest, so ein besonderes Item. Dann habe ich das hier unten auch noch alles wieder bekommen, was ich ziemlich geil finde. Und irgendwie Haufen davon. Knuffi, du hast sozusagen gerade die Frage von Skog? Ich kann nicht aussprechen, Skog-Tool verpasst. Ich habe gerade gesagt, ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich habe jetzt die dritte Mission gerade abgeschlossen. Und du siehst ja auch, meine Helden sind noch nicht so wahnsinnig hoch in der Stufe. Und ich kriege immer noch diese Tipps angezeichnet. Stresswiderstand, okay. Stell in einem schwierigen Questversuch wird schnell unter dem unvorstellbar hohen Stress zusammenbrechen. Okay. Wie gesagt, ich bin noch nicht so wahnsinnig weit gekommen. Wir haben ja gar nichts bekommen. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, wie das Endgame ist. Trouble yourself not with the cost of this crusade. Ah, Sock.